Abonnieren nicht vergessen. Moin Mahlzeit, Freunde des schraubenden Schlüssels. Heute nochmal eine kleine Ausnahmesituation. Ich habe tatsächlich mal einen Kameramann da hinten dran stehen. Der kann ja nur vor die Kamera winken mit seiner freien Hand. Das ist der Erik, der ist im Artilleriewerk Lost Places Video schon mit drin und unterstützt mich heute freundlicherweise beim Filmen. Und was ich euch heute mal zeigen wollte, darf ich gerne auf. Genau. Hauen wir das Licht da drin. Ich habe ja vom René noch die Düsen mitbekommen, wo wir gestern von der Pumpe geredet haben. Und ich drehe das mal so ein bisschen weg. Neue Düseneinsätze eines namenhaften Herstellers, von dem auch die Endspritzpumpe ist. Und Originalteile, original verpackt. Ja, ausgepackt. Ich zeige euch mal was. Das hier ist eine von den guten Düsen. Ja, normalerweise, wenn man so eine Düse hat, dann muss man die erstmal putzen. Wenn man die geputzt hat, dann sollte es nochmal so sein, dass wenn man die Nadel rauszieht, dass die von selbst nochmal in die Düse reinrutscht, wie man hier schön sieht. Bei zwei von den von mir ausgepackten Düsen war jetzt aber der Fall, dass, ich versuche das mal gerade so ein bisschen hier ranzukriegen, genau, man die genau bis hier hinziehen kann und dann kann man da sogar drauf rumklopfen. Ne? Die sind innen drin verklemmt. Und zwar, gerade bei der neuen, aber schon mal die alte Düse, damit das den neuen was passiert. Bei denen sieht man es auch besser. Na, Autofokus. Ich halte nur mit der Hand hinten dran. So, perfekt. Hier vorne sieht man ziemlich genau die Stelle, wo die Düsennadel miteinander verbunden ist. Und genau hier vorne auf der Kante ist ein Grat. Und der blockiert quasi die Nadel vom in die Düse fallen, was später, wenn die Düse im Motor verbaut ist und warm wird, dazu führen kann, dass man einen Klemmer kriegt. Und dann im schlimmsten Fall fangen die an zu fressen und dann kann man sich komplett neue Düseneinsätze kaufen. Die sind leider auch recht kostspielig. Jetzt könnte man meinen, man müsste die inschicken, aber da gibt es einen Trick. Und zwar versuche ich jetzt erstmal die hier halbwegs rauszukriegen, ohne sie zu zerstören. Man sieht schon, es braucht Kraft. Ja, die ist auch hier vorne nicht wirklich hübsch. Ja. So, man sieht hier richtig, ist das Grin von dem Lageröl? Also die sind, wenn die original verpackt sind, quasi in einem Öl eingelagert, dass sie nicht anfangen zu rosten. Ich sehe hier gerade schon, die hat hier schon innen weg. Wenn man genau guckt, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier. Direkt neben meinem Nagel. Ich glaube, das sieht man jetzt auf dem Display von der Kamera nicht so. Ah doch, man sieht's. Ist eine ganz feine Stelle, wo die gefressen hat. Also die hat schon N weg. Ich gucke trotzdem mal, ob ich sie vielleicht hinkriege. Und zwar habe ich hier eine spezielle Lab-Paste, nennt die sich, so eine ganz feine Schleifpolitur. Und damit versuche ich jetzt mal den Grat hier vorne zu brechen. Beziehungsweise zu lappen. Zieht mir mein Opa nochmal die Ohren lang für den Ausdruck. So, dann machen wir die jetzt noch schön sauber. Bremsenreiniger. Die Kamera darf mir gerne folgen. Sollten natürlich unter Umständen keine Reste von der Schleifpolitur irgendwie in die Düse kommen. Das wäre erheblich kontraproduktiv. Ja, ist nichts mehr dran. Ich gehe trotzdem noch einmal mit dem Lappen drüber. So, dann holen wir uns jetzt den ganzen Düseninsatz und spülen den noch einmal in sauberem Diesel durch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, doch. Oh, die geht aber echt böse. Gefällt mir nicht. Ja, ist aber schon ein gutes Stück besser. Wird. Wenn wir die jetzt noch ein bisschen ausspülen. Ja, das wird.
Zwar noch nicht so hundertprozentig, da gehe ich nochmal drüber, aber geht in die richtige Richtung. Man sieht auch schon, ne, es geht erheblich leichter, die rauszuholen und nochmal reinzudrücken. Aber so einen kleinen Macken hat sie immer noch. Also wieder ran. Und wieder ordentlich sauber machen. Ich blasse jetzt sicherheitshalber auch nochmal den Einsatz aus. Gucken wir bitte gerade mit der Kamera hin, sonst hängt alles in der Linse. Perfekt. So. Ah, sie da. Die wollte doch gerade schon. Na, irgendwie will ich doch nochmal drüber gehen. Oh, komm, immer noch. Sicher, sicher. Nur, das ist okay. Besser geht's nicht. Ja, da wolltest du doch gerade schon. Und man sieht schon. Ist halt schade, dass Neuteile doch tatsächlich defekt angeliefert werden. Ja. Ist übrigens auch so bei. Kannst auch gerne mich filmen, wenn du willst. Also bei. Hallo. Bei Elementen ist es übrigens genauso. Also Förderelemente sollten genauso mit ihrem Eigengewicht wie hier, also jetzt vielleicht das Beispiel, aber wie hier die Düsen von selber wieder in die Führung reinfallen. So viel von meiner Seite. So, das war ja heute mal ein kurzes Video. Aber trotzdem immer wieder erstaunlich, was einem am Tag doch so passiert. Und auch schon traurig, dass sowas ja eigentlich bei Neuteilen, denen man vertraut, vorkommt. Als nächstes zeige ich euch noch, wie man denn so eine Düse überhaupt zusammenbaut. Das Videomaterial dafür habe ich schon. Das schneide ich dann die Tage zusammen und lade es hoch. Bis dahin, euer Dominik. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen hoch da. Und vergiss das Abo nicht.